Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Immer noch im Ladebildschirm, verdammt. In der letzten Folge haben wir das Ghoul Hotel, ich glaube, gesäubert und wir sind, glaube ich, zu einem Vault vorgedrungen oder irgendwie sowas. Weil irgendwie darunter soll ein Vault sein, so wie ich das mitbekommen habe. Und ja, wir stehen, glaube ich, vor der Tür gerade davon. Und das ist jetzt wieder eine Woche her, seit ich das Spiel gespielt habe. Yay! Und hör jetzt auf zu laden. Komm. Danke. Gut. Okay, Pearl. Der macht sich hier natürlich wieder gemütlich. Und ja. Nee, nicht aktivieren. Warte mal. Das Dingens an. Nee, ne. Kann vielleicht sein, dass dieser Part ein bisschen leiser ist. Muss ich mal gucken in der Aufnahme. Weil ich die Lautstärke ein bisschen runtergedreht habe, mit der ich aufnehme. Weil mein anderen Projekt der Sound viel zu laut ist und ich kann da den Sound nicht umstellen. Und hier konnte ich auch nicht viel umstellen vom Sound her. Den Sound konnte ich leider nicht mehr weiter hochstellen, weil der war schon auf volle Pulle und so. Aber ja, ich hoffe, man wird noch alles vernünftig hören können und so. So. Okay. Der bringt uns jetzt zur Vault oder irgendwie so. Wie ich das mitbekommen habe. Na gut. Was haben wir noch alles? Hi. Gut. Auf und davon. Gucken, ob hier eine Vault ist oder nicht. Habe ich mehrere Quests aktiviert gerade? Lass mal erstmal. Ich glaube, da war so eine sonstige Mission, ne? Ja. Nee. Soll ich mich jetzt darum kümmern? Müsste ich einmal zum Ödland zurück und dann noch mal irgendwo schnell reisen. Wo ist denn Packs? Habe ich noch 33? Ha! Immer weniger. Handtücher darf ich nicht mitnehmen. Ist immer so in Hotels, wo man Handtücher ist immer das, was man als erstes mitnimmt. Kann ich überhaupt mitschleppen? Nicht viel, cool. Lass mal den Müll. Lass mal den Müll erstmal hier. Schon sagen, ich kann hier jeden Trockner nachgucken. Hier sind ja wertvolle Sachen drin, ne? Ja, Haarklammern sind wertvoll. Nein. Okay. Hey. Auf die. Ach, hier ist ein Wort. Gut. Auf die Story, ohne mich hier fortzusetzen. Also war geschlossen. Okay. Da machen wir mal auf. Vor allem Vaults sind ja dafür gedacht, dass man nicht rein oder raus kann, ne? Warum kann man die dann aufmachen mit diesen Dingern? 118. Ja. Okay, er ist auf jeden Fall schon mal ein Roboter. Let's go, please. Hallo. Ist das hier schick? Was Es war geht? an der Zeit, dass die Polizei jemanden schickt, um der Sache nachzugehen. Wir haben viele wichtige Gäste, die sehr besorgt sind. Um Geld bin. Reden wir erstmal über Warum meine Geld Belohnung. bin. Na schön. Sehen Sie das als Vorschuss an. Na, fuck, ist Geld, stimmt. Nimm mal einen Longfellow, hat das Sie sind gewonnen. wieder am Tatort? Wissen Sie nicht, dass Sie die Beweise vernichten? Sie sollten besser mitkommen. Ich kehre an meine Arbeitsstation zurück. Sie
Sie können hier Dinge mitnehmen. Okay, danke. Nee, kann ich nicht. Was lügst du mich so eiskalt an? Oh. Volt 118 Anzug, sehr gut. Schon mal ein Souvenir. Erste, was ich immer haben will, ist erstmal ein Anzug von dieser Volt. Ja, wohl klar. Na gut. Na los. Kunst. Mal wieder so ein. Oh, ist das hier schön. Okay, was halt mit Volt 118 auf sich? Was wird hier geforscht und was ist hier schief gelaufen? Volt 81 hat es ja noch. Hallo. Volt 181 war ja noch relativ normal, was sehr untypisch ist. Bevor laut. Aber naja. Wo kam ich jetzt? Ich kam von da, also. Ich weiß mal hier hin. Was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Entschuldigung. Ezra, du hast dich selbst übertroffen. Das ist dein Meisterstück. In seinem Tod hat mehr Emotionen als im gesamten Leben der meisten. Mann, in Sonnenlagen mal essen, was? Was ist mit deinem Anstand? Ich sage doch nur, dass er den Anstand hatte, mit einem Knall abzutreten. Es gibt nichts als einen langweiligen Tod. Das ist das für dich. Auf, du bist echt krank. Ja, ich höre dir doch zu. Ich erhebe meine Stimme nur ungern. Aber der Detektiv ist hier und wird sofort die Ermittlungen aufnehmen. Mein Gott. Bitte bleiben Sie in Ihren Zimmern, bis der Detektiv sich den Tatort angesehen und mit Ihnen gesprochen. Okay. Wenn Sie echt Detektiv spielen. Und wenn Sie bereit sind, können wir darüber reden. Sie können auch die Gäste befragen. Hier und dort. Allerdings hat Ihre Sicherheit oberste Priorität. Beschuldigen Sie also nur jemanden, wenn Sie handfeste Beweise haben. Nein. Okay. Ich würde sagen, dafür muss ich mich erstmal wieder anständig kleiden. Das muss sein. Sehr schön. Das muss einfach sein. So, okay, ich soll den Tatort untersuchen. Ist das Blut? Okay, Roboter. Blut, okay. Der Hirnbehälter wurde wohl eingeschlagen. Ja, und daher kommt noch Blut, ne? Okay. Aber mit was? Mit was wurde das Opfer erschlagen? Was war die Tatwaffe? Vielleicht ist sie noch irgendwo hier. Die Stühle sind alle umgekippt. Irgendwas muss hier sein. Macht mir jetzt schon Spaß. Hey, Baby. Okay, hier mein Baseballschläger. Konnten die Leute an so einem Ort nur ihren Verstand behalten? Ausgezeichnet. Oh, cool. Ein Baseballschläger. Was macht der denn hier? Okay. Da sind sie ja wieder. Gibt es sonst noch etwas? Ich tu mal nicht in Frage stellen, warum hier alle Roboter sind. Ich habe die Mordwaffe gefunden. Oh nein, das ist der Schläger aus Mr. McKinney's Film. Ist er vielleicht auch involviert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so etwas tun würde. Gibt es sonst noch etwas? Erzähl mir was über das Opfer. Mr. Ezra Parker war der Eigentümer und Finanzier des Hotels. Er hatte weltweit Erfahrung im Management von Investitionsprojekten. Er hatte die Idee, unsere wichtigsten Gäste zu Investoren für den Vault-Teil des Hotels zu machen. Er hat mit Vault-Tech gearbeitet, um beim Bau ihre gesamten Vorgaben erfüllen zu können.
Gibt es sonst noch etwas? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich schätze, Sie sollten herausfinden, wie er gestorben ist. Prüfen Sie Darnley Mitten dazu und ein Motiv hatte. Haben Sie genug Beweise gefunden, müssen Sie den Mörder stellen. Gibt es sonst noch etwas? Eure Gäste sind Roboter? Keine Roboter. Nichts und ganz. Ich glaube, der richtige Begriff lautet Roboter. Oder mechanischer Mann. Vor dem beschlossen die Gäste, ihre Gehirne in Roboterrümpfe zu legen, bis alles vorbei ist. Gibt es sonst noch etwas? Oh nein, ich schaff das schon. Ich bin hier, falls Sie mich brauchen. Okay. Gut. Machen wir mal hier auf Pseudo-Detektiv. Okay. Blut führt so dahin. Blut fängt hier an. Hallo. Rote Farbe? Okay. Das war nur Farbe? Das ist kein Blut. Das ist rote Farbe. Ja, es schmeckt wie Farbe. Okay. Aber der ist tot, oder? Okay, warum? Warum sollte jemand so tun, als wäre jemand gestorben? Okay. Wo ist dieser McKinley? Was geht? Der Hausmeister, der war es doch. Haben wir auch einen Gärtner hier irgendwo, der muss es auch gewesen sein. Der Hausmeister und der Gärtner, die tun sich zusammen. Hi. Ja, wo seid ihr alle? Ich schütze und diene. Na, wer bist du? So hast du es getan, hm? Er hatte etwas Besseres verdient. Hältst du mich für dumm? Ich hab gemerkt, wie er dich angesehen hat. Willst du etwa sagen, da war nichts? So war das nicht. Wir waren... zweimal bei Problemen geholfen. Ich kann doch nicht wie ein Trottel zusehen, während er sich an mein bestes Mädchen ranmacht. Aber jetzt haben wir die Polizei am Hals. Was machen wir jetzt? Also nur ein Film, oder? Lassen wir diese finstere Stadt hinter uns. Wir könnten morgen schon in Buenos Aires sein. Oh, das würde ich nur zu gern glauben. Aber sie werden uns niemals gehen lassen. Bringen wir es eben hier zu Ende. Ich habe für jeden von uns eine Waffe. Nein, 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 nein. Was? Wir haben hier einen Strand? Eine Dame? Hallo, wie kann ich dir helfen? Hast du Fragen zu... So, McKinley, ich habe das jetzt nicht gelesen. Ich habe deinen Baseballschläger am Tatort gefunden. Weißt du, wie er dorthin gekommen ist? Jemand versucht, mir den Mord in die Schuhe zu schieben. Wahrscheinlich Santiago. Du hast ihn ja am Tatort rumschleichen sehen. Worüber hast du mit Gilda gesprochen, als ich reinkam? Hm? Oh, wir haben nur eine Szene geprobt. Keine Sorge. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Es ist ganz klar, Santiago. Er sieht sich immer wieder den Tatort an. Egal. Okay. Okay. Sag mir, wie ich helfen kann. Vor allem, eine gute Idee wäre, den Hausmeister zur Farbe zu befragen. Aber anscheinend... geht das ja nicht. Warum ist hier eine Dusche für Roboter? Was war hier? Ach, der alte Longfellow war das, okay. Warum sind hier Hanteln für Roboter? Okay.
Na gut. Warte. Okay, dann gehen wir mal zu den Santiago. Wo immer der ist. Was ist hier denn? Hallo, kann ich die mitnehmen? Piratennot. Warum kann ich den Schaukasten öffnen? Von Skyrim, wo man die ganzen Vitrinen immer öffnen konnte. Ist das einer dieser Helme, den ich kaufen kann? Ist schon für, hallo, für 13.000 Kronkorken. Halt. Ist zwar nicht rot, aber ich dachte, ich bin das hier. Ja, man kann ja nie wissen. Ich habe mich ja wie die, muss mal die Hände von diesen Robohieren angucken, ob die überhaupt so einen Baseballschläger schwingen können. Schön. Du hast eine echt ruhige Hand. Evolutionärschwert. Ist eigentlich genau das gleiche wie das hier, ne? Ja, das ist das mit dem gleichen Griff. Menschlichkeit war damals wohl mangelbar. So. Will ich mal gucken. Nur um zu sehen, ob der hat ist. Oder glaube ich irgendwie Verschwendung. Er ist ein Pilotenhelm. Ja, bringt es, glaube ich, nicht so. Zollekante, der Lady Petra Howard zu ihrer Verlobungsfeier erhielt. Sie starb an einem Monat vor Hochzeit. Mit Mr. Parker war ein tragischer Autounfall. Die Gravur versehene Taschenuhr hat Mr. Parker 2075 von Modern Industry erhalten, als er in der Liste der Top 10 der aufstrebenden Risikokapitalmanager gewählt wurde. Juni 2072 veränderte Mr. Ersa Parker den Ort an Viscount Sergei Urbanus, indem er zwischen ihn und dem Schützen fuhr. Sergei Postage trug, lenkt die Kugel ab und rettete ihm das Leben. Wow. Swag. Pigmäenschädel des Abadobo-Stamms aus dem Kongo. Dieser erhielt Mr. Ersa Parker zum Dank, als er während einer Safari den Stamm von einem menschenfressenden Tiger rettete. Okay. Mit dieser Schaufel wurde der erste patentisch für die medizinische Forschungszentrum Cardosa in Venezuela durchgeführt. Finanzierung und die Bauleitung des Projekts wurde von Mr. Ersa Parker übernommen. Er hat den ersten erste Erde irgendwie so weggegraben, oder wie? Oh, was hat hier? Bingo. Mit einer Nuka-Cola dran. Eine Nuka-Cola Quantum, um genau zu sein. Na gut, kümmern wir uns weiter um den Fall. Oder gucken wir uns hier um, ich habe keine Ahnung. Ja, also ich weiß doch, du es warst. Ganz einfach, okay. Auf durch die Wand zu packen. Piraten, hier kann man sich irgendwie eine Basis oder so bauen, ne? Wohl war der Weg, ja klar war der Weg bis hierhin weit. Muss ich das halbe Hotel hier rennen. So, wir sind hier oben, okay. War ich auch nicht schlecht. Ups, oh, okay. Ist doch jetzt hier, ne? Okay. Gucken wir mal hier nach. Und ja. Da war der auch so ja mal.
putzmunter. Gut, haben wir hier was. Wackelpuppen und so dürften ja eigentlich nicht hier sein. Und das ist ja ein Add-on. Wir sind ja normalerweise schon im vollen Spiel drin. Anweisung für Aufseher. Das soll die Interaktion zwischen Arbeitsklasse und den Ultrareichen unter den Bänken Bedingungen erforschen. Ach so, okay. Zusammenarbeit mit dem Personal des Cliff Edge Hotel wird dieser Woche als Luxushotel betrieben, das die berüchtigten Testpersonen anzieht. Nach Beginn des Tests werden zusätzliche Testpersonen aus der einheimischen Bevölkerung einen zweiten, deutlich minderwertigen Flügel des Walls eingelassen. Ah, okay. Als Ultra-Elite-Hotel. Ohne eingelassen wird der Walt bis die Testergebnisse vorliegen. Ja, was auch mit ihrer umfassenden Testgruppe sollte den zweiten Flügel der Walt beschränkt sein. Ihre Dinge wirklich irgendwann am Bank sein. Die Mahlzeiten in anderen Regionen sollten extrem beschränkt sein. Die Leute wissen aber nicht davon, vor die einziehen, oder? Ja, da sollte Walter mit alle anderen und sicher. Ja, ich kann mir ja überhaupt nicht vorstellen, wie da irgendwie was schief gehen kann. Ja, eines der Versuche von Testgruppe ist offenbar ein von General Atomics einen neuen Roboterprogramm. Und nicht, dass ich irgendwelche Sachen über den Fall herausfinde. Ich meine, der Tang an die Tür und ich kann nichts dagegen tun. Aber ich hatte das diese Tang zwischen den Einmarschen, dieses Reichen. Bin ich hier mit ihnen gefangen. Ja. Aufseher Logbuch Vault 118. Tun wir uns das noch an. Da können wir ein paar Bänden. Der Bau des zweiten Flügels des Walls steht komplett still. Nachdem der Premium-Bereich des Walls fertiggestellt war, wurden offenbar die Mittel eingefroren. Meine Vorgesetzten teilten mir mit, dass sie keine Zahlungen von Mr. Park erhalten haben und Waltec den Bau nicht aus eigener Tasche finanzieren wird. Ich habe mehrmals versucht, mit Ezra über die Finanzen zu reden, aber er erzählt mir immer wieder, dass Miss Riggs das Geld noch nicht überwiesen hat. Als ich sie fragte, sagte Juliana allerdings, dass sie Ezra kürzlich was für die Goldfarbe in den Zimmern gegeben hat. Ich habe einen Ermittler angeheuert, der in den nächsten Wochen nach Anzeichen für Unterschlagung suchen wird. Klingt, als hätte Ezra Geld von den Investoren veruntreut. Echt noch was mit dem Fall zu tun? Okay. Der Typ ist doch eine ganze Weile hier schon tot. Na gut, dann würde ich aber sagen, den Fall lösen wir hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Fahrhaber, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.